Wieder bei Darksiders, wieder im Untergrund sozusagen. Da wir jetzt eine neue Fähigkeit haben, könnten wir jetzt mal gucken, was uns hier oben erwartet. Wo wir eh gerade so ein Backtracking-Point vorhatten. Schauen wir doch mal, was uns da oben erwartet. Alter, wait, what? Warten wir hier schon mal? Ernsthaft hier? Ach, da, okay. Hier waren wir schon. Gut, das ist etwas enttäuschend. Etwas. Ich würde sagen, wir laufen jetzt schnell mal zu unserem möglicherweise ausgewählten. Dein Ernst? Junge. Ah. Immer noch so viele Schläge. Ich werde auch den Großen da oben jetzt mal nicht erlegen. Das lohnt sich, glaube ich. Oh. Beziehungsweise, ach, der ist eh tot. Also alles easy. Nein, wir haben hier noch eine, ich nenne es mal Ausgeburt der Hölle. Ein Flammenfuzzi. So, weg. Komm, alle weg. Ich weiß nur gerade, wo der ist. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter. Nehmen alles mit, was hier ist. Also das ist auf jeden Fall falsch. Der war doch hier. Ah, nicht dein Ernst. Ah, wir sind schon wieder dran vorbeigelaufen. Wir sind zu tot. So. Schauen wir mal, ob das Spiel jetzt abstürzt. Hey, Junge. Easy. So, Essenz eines Auserwählten. Da lagen wir komplett richtig. Ein Engelsartefakt, sehr schön. Damit hätten wir diesen Raum auch endlich mal abgeschlossen. Ist das nicht schön? Dadurch können wir jetzt auch zurück zu Wilgrim und nochmal eine Reise angehen. Eine Reise angehen, das klingt. Zum Erbauer oder Erschaffer, wie sie sich nennen. Und können uns eine weitere Verbesserung verbessern. Wait, what? Ja. Genau das können wir machen. Womit kann dir dieser bescheidene Händler die Bitte? Du kannst mich dahin bringen. Und die Klappe halten dabei. Langsam reicht es mit deinen Standardsprüchen. Ah, ein bisschen Tee am Morgen. Ist ganz fein.
Und nein, ich mache nicht den Spruch, vertreibt Kummer und Sorgen. Das ist ein Quatsch. Stimmt überhaupt nicht. Vor allem, was soll er denn vertreiben, wenn man sowas gar nicht hat? Ich bitte euch. Also. Ich muss sagen, der Patch hat auf jeden Fall die Ladezeiten verbessert. Da stimme ich den Entwicklern zu. Aber er hat leider noch nicht alle Fehler ausgemerzt. Oder alle nervigen Fehler. Was darf es sein, Reiter? Verbesserung für Stärken. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Die wollten wir, oder? Oder wollten wir... Nein, wir wollten die verstärken. Haha, Engelschaos. Genau, weil wir dann durch mehr Gesundheit durch diese Waffe bekommen wieder. Und die Dauer der Chaosgestalt erhöht wird. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Ja, das war der Sinn. Vielen Dank. Die finde ich auch noch ganz geil, aber da brauchen wir jetzt erstmal wieder Dämonenartefakte. Beziehungsweise haben wir hier Gesundheitslurscher. Die ignoriere ich einmal. Die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Wir haben Engelsartefakte. Wir könnten das nochmal stärken. Ja, komm. Oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Das ist der Sinn. Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Diamant spart Stück. Könnten wir eigentlich nochmal aufrüsten? Oder wir sparen es uns? Weil so Ketten benutzen sie halt überhaupt nicht. Interessant. Alles Gute, Fury. Danke. Wir benutzen die Ketten halt nicht. Also ich benutze diese Waffen so gut wie gar nicht, weil ich keinen Vorteil da drin sehe. Das Einzige, was ganz geil ist, ist halt die Klinge. Das ist die einzig geile Waffe. Aber sonst... was sollten wir jetzt machen? Einmal hier durchchecken. Also wir haben hier die ausgewogene Stärkung. Sehr schön. Dann würde ich auf die Klinge... Einmal... die das ausgewogene Chaos machen, glaube ich. Warte, wir gucken gerade mal kurz nach. Moment, also wir haben 20% Gesundheit, das heißt wir haben 100 und 20 physischer Schaden und Magieschaden mit dieser Waffe. Es ist halt schon geil, also es ist die Hauptwaffe, das ist halt super sinnvoll. Komm. So, wir machen ausgewogenes Chaos drauf. Und auf diese Waffe machen wir den Gesundheitslöscher. Auf die Lanze. Generiert Chaos diese Waffe. Nein. Ach, falsche Taste. Mit einem Chaos. Oder wir machen generierter Zorn. Komm, wir machen Zorn drauf. Einfach so, weil wir es können. So, wir haben hier nicht mehr wirklich viel. Da auch jetzt nicht so die Masse. Oh doch, Alter, wir haben 7 kleine Lurscher-Gefäße. Geil. Hey, komm, hau mal rein. Also. Ich gehe jetzt eh, glaube ich, hauptsächlich nur in Level Ups. Womit kann dir das? Wird uns beiden Spaß machen. Rein, ja, und den Rest auch noch. Komm, rein damit. Wie du willst. Oh. So, haben wir noch die Stärke. Und einmal das. Oh, Sorge dafür. Und dann. Sei bitte. Müssen wir echt suchen, dass es weiterging. Ich würde sagen, wir gehen einmal. Wie du willst. Brauchen wir nicht zu reisen. Wir gehen jetzt einmal in den Aufzug. Fahren runter in das Gebiet, wo wir letztes Mal sozusagen wieder rausgekommen sind. Und dann
schauen wir mal, wo wir hin müssen, weil wir haben ja ein Totenkopf-Symbol. Und das muss uns ja irgendwo hinführen. Wenigstens in die Richtung. Wo wir vielleicht zuvor noch nicht hinkamen oder was weiß ich. Aber so wie ich das vermute gerade, müssen wir... Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Also der will irgendwie, dass wir da hochgehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir da hoch, ne? Heidi, was soll das? Wow. Alter. Danke sehr. War ja nicht so schwer. Gehen wir in dieses Gebiet. Ah, warte. Ist das das Gebiet, was wir wohl betreten haben und gesagt haben, oh, du bist noch nicht bereit hierfür. Ist es das? Ich habe so die Vermutung. Es sieht dem sehr ähnlich. Vielleicht brauchten wir alle vier Fertigkeiten für dieses Gebiet, deswegen konnten wir noch nicht rein. Ah, es ist schon cool. Die eine lässt sich auf dem Wasser laufen, die andere unter Wasser. Genau da ist der Wilgrim. Jupp. Deswegen kommen wir noch hier rein, weil es eine Fähigkeit ist. Die Narbe. Noch so ein Traumfleckchen. Dieser Ort fühlt sich vertraut an. Eine der Sünden ist in der Nähe. Wir haben noch eine Rechnung offen. Sonst hier? Nicht mehr lange. Warte, Zorn, wieso lebst du? Ich hol sie mir nach und nach. So, weg ist weg. Können wir direkt... Nee, komm. Wir nutzen unseren Nephilim. Kroms. Die vibriert gerade alles am Controller. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Ach, Jungspund. Meint ihr, kriegen wir den so down? Seelen. Ja, sehr schön. Ah, es wird ein bisschen ein kleines Trauerspiel. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es dauert auch sehr lange. Diese 7 Schaden von dem Feuer
sind so völlig sinnfrei. Vielleicht wird er auch gerade die ganze Zeit geheilt. Ich weiß es nicht. Ah, wir haben es geschafft. Das ist okay. So. Wir wollen einmal das. Boah. Okay. Alter, wie hier alles vibriert. Der Text hat mich gerade abgelenkt. Ja, Stasefähigkeit habe ich gelesen. Was haben wir hier denn? Das ist ja viel interessanter. Ein mittelgroßes Loscher-Gefäß. 7000 Seelen sind schon eine gute Hausnummer auf jeden Fall. Okay, wie lange hält das? Gut, nicht sehr lange, aber das sollte ausreichen, damit wir rüberkommen. Boah, es hat gerade so ausgereicht. Hui. Aber wir haben es geschafft. Was sind das für Käfer? Auf die Fresse, Jungspund. Mann. Dieses Vibrieren lenkt mich, muss ich sagen, leicht ab. So aus. Halt. Ja, easy. Auch wenn ich aufs Maul bekommen habe. Aber super einfach. Komm schon. Ey. Junge. Hast du nicht wirklich gerade gemacht? Oh nein! Nein! Wie ich bin... Ah! Ah, ist das dumm. Ich war so dumm. Mann. Ich war doch schon fast da. Ich muss ihn nochmal da durchkloppen. Warum habe ich das gemacht? Eine Scheiße. Machen wir jetzt alles ein bisschen schneller. Das hängt ja schon. Ich glaube, es ist nochmal komplett durch. Halt die Kusch jetzt! Mann! Richtig schlimm. So, und du bist der Nächste.
Weiter geht's. Schwingelding. Easy. Einmal ausweichen und das ist kein Problem mehr. Auch kein Problem. Jetzt kommen die Käferlons. Ah, du dummer Käferlon. Mann. Ziehen das jetzt schnell durch. So. Und da sind wir auch schon wieder.